Hey und herzlich willkommen zu meinen Asmagica-Tutorials. Heute möchte ich euch ein kleines Tool zeigen. Ich habe schon mal rausgesucht. Und zwar den Arcane Reconstructor. Ist nicht schwer zu bauen, ist aber sehr praktisch. Darum würde ich sagen, machen wir das einfach mal und dann zeige ich euch, was das denn tut. Genau, wir brauchen ein bisschen Obsidian dafür, einen Diamanten. Das ist so ein bisschen das Teure daran, aber normalerweise hat man ja so den ein oder anderen Diamanten übrig. Genau. Und ein Obsidian. Und ein bisschen Stein habe ich sogar im Inventar. Genau. Und dann noch ein bisschen Asmagica-Kram. Oh, wir haben sogar noch Magic Walls übrig. Dann benutze ich die direkt mal. Genau. Ja, man sollte das vielleicht auch craften. ja. Machen wir das einfach mal hier rein. Wie gesagt, Rezept ist ja nicht so wirklich aufwendig oder so. Einmal vier Steine außenrum. Zweimal dieser schöne Dust, den man ja überall abbauen kann. Und halt der Diamant in der Mitte. Genau, dann haben wir einen Arcane Reconstructor. So, den können wir jetzt mal irgendwo hier aufstellen. Wo packe ich den denn hin? Ich packe den einfach mal hier direkt in die Mitte. Sieht schon so eigentlich ein bisschen fancy aus. Eigentlich sehen alle Sachen aus Asmagica voll fancy aus. Fast alle zumindest. Genau. Und der braucht jetzt natürlich erstmal ein bisschen Energie. Wir hatten ja hier schon letztes Mal irgendwann mal uns ein bisschen Ethereum zusammengesammelt. Hier haben wir noch 5000 Stück. Das heißt, das ist ganz gut. Damit kommen wir erstmal ein bisschen weiter. Jetzt müssen wir natürlich die Dinger erstmal verbinden, damit die auch wissen, dass die irgendwie zusammengehören sollen. Das heißt, theoretisch kann jetzt unser Reconstructor von unserer Mana-Batterie Energie abzapfen, solange da eben Energie drin ist. Genau. Und was das Ganze jetzt tut, das ist ja das eigentlich Spannende. Und zwar repariert das Dinge. Das heißt, man kann einfach Items, so ganz normale Minecraft-Items hier reinlegen. Dahin. Und dann, wenn er eben anfängt, tut er das in die Mitte. Es sieht ultra fancy aus. Wie gesagt, alles in Asmagica sieht irgendwie unheimlich fancy aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es allein schon dafür, dass das so krass aussieht, sollte man sich das einfach bauen und irgendwo hinstellen und die ganze Zeit Sachen reparieren lassen. Genau. Das ist jetzt halt hier in der Mitte. Man sieht schon, eben waren es 23 Durability, jetzt sind es 41. Da wird das dann langsam nach und nach. Oh, warte, haben wir keine Energie mehr. Es hat ein bisschen zu viel Energie gezogen. Dann geben wir ihm mal noch ein bisschen mehr. So. Und das dahin, genau, ja, das war ja schon von daher. Genau, dann macht er eben noch ein bisschen weiter. Ja, das ist eigentlich so das, was das macht. Also es ist nicht ultra spannend, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt sehr praktisch, wenn man halt irgendwie so eine Diamantspitzhacke hat oder so, die man dann doch gerne repariert hätte oder sowas. Dann kann man das hier machen und mal so ein bisschen Ethereum verbrauchen. Ist natürlich ein bisschen schade um das Ethereum. Aber ich meine, normalerweise, wenn man so einen See gefunden hat oder so, dann reicht das auch erstmal. Ein Ethereum-See. Ja, genau. Und der repariert das halt eben. Man kann es zwischendurch auch rausnehmen, wenn man eben nicht komplett repariert haben will oder so. Oder sich doch ein bisschen Ethereum sparen will oder sowas. Ansonsten repariert er so lange, bis es fertig ist. Und dann kommt es hier hinten eben als Output raus. Ansonsten, wem das hier zu lange dauert, man kann später hier auch noch unten Foki reintun, die das Ganze dann verschnellern und verbessern und was auch immer. Aber weil wir jetzt noch ganz am Anfang sind, dachte ich mir, wir haben ja noch gar nichts mit Foki gemacht. Gucken wir uns erstmal einfach das Ding so für sich an und später, wenn wir dann zu Foki kommen, kann ich zeigen, wo man die überall reintun kann und was man damit so macht. Aber ja, also es gibt auch Verbesserungsmöglichkeiten, also das ist jetzt noch nicht das Nonplusultra oder so. Ansonsten, ihr könnt hier unten auch schon mal gucken, da sind direkt die Verlinkungen drin, was eben halt die Foki machen oder sowas. Da könnt ihr auch schon mal irgendwie nachgucken, falls ihr dann doch
das jetzt schon verbessern wollt, quasi. Genau, also ich muss sagen, ultra, ultra fancy. Ich finde das halt einfach unglaublich cool, wie das aussieht. Wie das hier so rumschwebt und so. Also ja, As Magica ist eine unglaublich schöne Mod. Aber gut. So viel dazu. Genau, das wollte ich nur mal eben kurz gezeigt haben, weil es halt schon eine echt praktische Sache ist und weil es schön aussieht. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit einem neuen hübschen, magischen Deko-Gegenstand fast schon. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!